Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium begrüße ich Sie ganz herzlich heute zu unserem Gottesdienst am Vorabend zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Die Weihnachtszeit neigt sich nun dem Ende entgegen. Und langsam wird es deutlich, langsam fragen wir uns, ob das Licht des Lebens mehr war als eine dekorative Kerze am Christbaum. Ob es das Licht unseres Lebens war und ist und bleiben wird in diesem Jahr. Ein Licht, das trägt und das Halt gibt. Ein Licht, das Menschen in der Dunkelheit leuchtet und neue Hoffnung gibt. Hoffnung, wie sie es einem Priester gegeben hat. Ein Priester ist auf dem Weg, um sich von einer Klippe zu stürzen. Er ist des Lebens müde. Er will nicht mehr. Er kann nicht mehr. Unterwegs kehrt er in das Haus eines befreundeten Priesters ein und will sich von ihm verabschieden. Und ihm erzählt er die Geschichte seines traurigen Lebens, wie wenig er Gott geliebt hat und wie wenig er anderen Menschen gedient hat, wie er so viele Gebote immer wieder gebrochen hat und den Leuten ein um andere Mal zum Ärgernis wurde. Er war davon überzeugt, seine Schuld ist zu groß, viel zu groß, um noch mit dem Erbarmen Gottes rechnen zu können. Sein Freund wollte ihn aufbauen. Er sagte: Du weißt doch, Gottes Barmherzigkeit ist unvorstellbar groß. Er bietet uns immer seine verzeihende Liebe an. Wir brauchen sie nur anzunehmen. Aber all diese frommen Worte helfen dem lebensmüden Priester nicht weiter. Er ist untröstlich. Mein Herz ist wie ein Eimer voller Risse und Löcher. Sobald Gott seine Vergebung hineingießt, geht sie verloren. Da ergreift der Freund seine Hand. Vielleicht ist dein Herz vergleichbar mit einem Eimer voller Risse und Löcher. Aber wenn er geworfen wird in das Meer der barmherzigen Liebe Gottes, dann ist es egal, wie viele Risse darin sind. Denn das Meer der Liebe Gottes umschließt dich von innen und von außen, von unten und von oben und von alle Zeiten. Was wir auch tun, es gibt für Gott immer die Möglichkeit, Zerbrochenes zu heilen, Niedergeschlagene aufzurichten. Was wir auch tun, es gibt immer einen Weg zurück zu diesem Meer der Liebe Gottes. Denn so spricht der Herr: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Thank you.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, der du uns anschaust voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Wir sind dir so wichtig, dass du deinen Sohn Jesus zu uns gesandt hast, damit er durch sein Licht die Dunkelheit vertreibt. Dafür danken wir dir und bitten dich, wandle unseren Mangel in Fülle und unsere Klagen zum Lobgesang auf deine Hilfe. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Tag steht bei Mose im 33. Kapitel. Mose sprach zu dem Herrn: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für dieses Wochenende steht im Evangelium des Johannes im 2. Kapitel. Und am 3. Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, da spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sohn, sie haben keinen Wein mehr.
Jesus spricht zu ihr: Was geht es dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie taten es. Und er sagte zu ihnen: Nun schöpft und bringt dem Speisemeister. Und sie taten es. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und vorwurfsvoll spricht er zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, für dein Wort und bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass es zu einem guten Wort für unser Leben wird. Amen. Liebe Gemeinde, meine Oma trank jeden Abend vor dem Schlafengehen ihr Viertel Rotwein. Das war ihr Abendritual. Vielleicht als Belohnung für einen harten Arbeitstag, vielleicht aber auch nur, weil der Wein ihr besonders gut schmeckte. Meinem Opa jedoch, ein strenger württembergischer Pietist, dem passte das freilich gar nicht. Er tolerierte es, aber nur missmutig. Einmal soll, so erzählt es meine Mutter mir, der Opa die Oma mal wieder darauf angesprochen haben, dass es sich für einen Christen nicht gehört, jeden Abend Wein zu trinken. Meine Oma konterte und sagte: Wieso? Jesus hat doch auch Wasser in Wein verwandelt. Warum soll ich dann meinen Wein am Abend nicht trinken dürfen? Die Realität dieses Wunders konnte und wollte mein frommer Opa natürlich nicht leugnen, aber er kam nicht umhin festzustellen: Das ist nicht sein bestes Stück quä. Mein Opa wusste unglaublich viel von der Bibel, aber in diesem einen Fall bin ich geneigt, meiner Oma recht zu geben. Es war schon ein Meisterstück, dieses Wunder Jesu. Und auch wenn dieses Evangelium meistens bei Hochzeiten verlesen wird, ist es eigentlich ein Wort, das mir in allen Lebenslagen gut tut und aufhilft. Denn das Wunder an dieser Hochzeit bietet mehr an als einen kurzen Rausch. Es ist erstaunlicherweise das erste Wunder, das Jesus in Johannes Evangelium getan hat. Und das war bestimmt kein Zufall, denn es ist das Programm seines ganzen Wirkens, ja seines ganzen Lebens. Es ist ein Wunder, das es in sich hat, auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder gerne angezweifelt wurde. Nicht, weil es weniger oder mehr möglich und unmöglich wäre wie alle anderen Wunder Jesu auch, sondern weil es in den Augen von vielen Menschen einfach so sinnlos erschien. Wenn ein Kranker geheilt wird, wenn ein Toter wieder zum Leben erweckt wird, dann macht das doch Sinn. Aber wenn eine Hochzeitsgesellschaft Wein bekommt, noch mehr als sie ohnehin schon getrunken hat, wozu denn bitte schön das? Und trotzdem, nicht ohne Grund, steht genau dieses Wunder an erster Stelle im Johannesevangelium. Denn alle anderen Wunder, die Jesus getan hat, erklären sich aus diesem einen. Alle Wunder Jesu haben dieses gemeinsam, was hier schon im Kleinen geschieht, dass Jesus den Menschen Lebensfülle und Lebensfreude schenken will. Für den Jesus, der auf der Erde gelebt hat, genauso wie für uns Christen, die wir hier auf der Erde leben, da ist das Lachen und das Fröhlichsein aus dem Leben nicht ausgeschlossen, nur weil wir Christen sind. Von Anfang an sagt und zeigt Jesus den Menschen: Ich bin kein strenger Asket, ich bin kein miesepetriger Spielverderber, sondern ich will mich freuen an dem Leben, das Gott mir geschenkt hat. Und ich möchte den Menschen die Freude an diesem Leben geben. Er will, dass wir Freude haben in unserem Leben. Wir Christen dürfen mit gutem Gewissen feiern und fröhlich sein. Ich weiß, damit hatte nicht nur mein Opa in der Vergangenheit so seine Probleme, sondern viele Menschen auch.
weil man sich fragte, dürfen Christen wirklich ausgelassen feiern? Dürfen Christen eigentlich Wein trinken? Die Bibel spricht ganz ungezwungen vom Wein. Im Psalm heißt es, der Wein ist eine gute Gabe Gottes, die das Menschenherz erfreut. Und auch der Apostel Paulus wusste, dass der Wein eben nicht nur die Stimmung und das Wohlbefinden des Menschen hebt, sondern auch gesund sein kann, in Maßen natürlich. Der Wein war in der Bibel immer ein Zeichen von Fülle und von Segen und von Freude. Und der Wein auf der Hochzeit zu Kana steht für alles, was uns Freude bereitet in unserem Leben, für all die Fülle, die Gott uns immer wieder ermöglicht, für den Segen, der über unserem Leben steht. Und gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt sagt und zeigt Jesus den Menschen, genau das will ich euch auch geben. Später sagt er es etwas Theologisches seinen Jüngern in einer Rede, da sagt er, ich bin gekommen, dass die Menschen das Leben und volles Genüge haben. Aber eben nicht nur im rein geistlichen, theoretischen Sinne, sondern mit jeder Phase meines Körpers, mit jeder Phase meines Lebens. Es ist schön zu hören, dass Jesus mit mir feiern will, mit mir fröhlich sein will und noch viel schöner zu erleben und zu hören, dass Jesus mir eben auch das ermöglichen will, mir diese Freude eben schenken will. Durch die Verwandlung von Wasser in Wein sorgt Jesus dafür, dass das Fest, dass die Freude der Menschen weitergehen kann, dass sie noch ein wenig länger feiern und fröhlich sein dürfen. 6 steinerne Krüge voll köstlichen Wein sind da. Kluge Köpfe haben errechnet, es müssten nach damaligen Maßen etwa 600 Liter Wein gewesen sein. Wozu diese große Menge? Der Kirchenvater Hieronymus wurde einmal von einem Spötter gefragt, ja, hat denn die Hochzeitsgesellschaft alles an diesem Abend ausgetrunken? Und Hieronymus antwortete, nein, denn wir trinken alle noch davon. Wir trinken noch alle davon, dass Jesus Menschen Fülle, Lebensfülle schenkt. Denn wo Jesus ist, da ist Fülle. Nicht nur in einem rein geistigen Sinne, sondern ganz real. Und so hören wir das erste Wunder Jesu, ein Wunder voller Fülle und Freude. Und so beginnt, was Jesus im ersten Kapitel dieses Evangeliums schon angekündigt hat. Ihr werdet den Himmel offen sehen. So wird es im Himmel sein. Fülle und Freude. Denn das ist das Zweite, was mir in diesem Evangelium so wichtig geworden ist, an diesem Wunder. Nicht nur, dass Jesus meine Mangel hier in diesem Leben abhilft. Das Wunder an der Hochzeit zu Kana weist weit über das, was hier ist, hinaus. Weist hinaus auf das, was kommt, was uns noch erwartet. Der Kellermeister sagte zum Bräutigam, richtig vorwurfsvoll, jedermann gibt doch zuerst den guten Wein und erst dann, wenn sie betrunken sind, dann gibt man den billigen Wein. Aber du hast es genau umgekehrt gemacht. Du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Und Jesus wusste genau, warum er das tat, um den Menschen zu zeigen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Wie schnell sich alles verzehrt, was Leben, Glück und Freude verspricht. Wie rasch einen der Alltag einholt nach wunderschönen Festtagen. Und was bleibt? Was bleibt, wenn die Feste unseres Lebens ausgefeiert sind? Dann, sagt Jesus, wartet ein Fest auf uns, das nicht mehr die Sorgen und die Angst im Hintergrund hat, das nicht mehr von Vergänglichkeit oder von einem Ende geprägt ist. Ein Fest ohne Ende, von dem das Gleiche gilt wie damals auf der Hochzeit in Kana. Es ist ein fröhliches, ein ausgelassenes Fest. Ein Freund von mir, ein Diakon und Liedermacher in München, Andi Weiß, er war vor 2 Jahren auch hier in Nördlingen schon mal zu Besuch, zu Gast bei einem Konzert, der hat mir vor langer, langer Zeit eine wunderbare Geschichte zu diesem Evangelium erzählt. Es ist eine Geschichte über eine alte Frau, die eines Tages erfährt, dass sie bald sterben wird. Sie weiß, sie hat nicht mehr lange Zeit zum Leben. Und sie lädt den Pfarrer zu sich ein, um mit ihm die letzten Dinge zu regeln, die letzten Dinge für die Beerdigung zu besprechen, Lieder auszusuchen, Texte auszusuchen und dergleichen mehr. Die beiden kennen sich schon lange und es ist ein ganz offenes, ein vertrautes, ja fast schon harmonisches Gespräch am Ende eines Lebens. Am Ende aber sagt sie, Herr Pfarrer, zu dem Ort, an dem ich gehen werde, da kann ich nichts mitnehmen. Aber eins bitte ich dich.
Wenn man mich beerdigt, möchte ich in meiner rechten Hand mein Gesangbuch halten. Ich habe es zur Konfirmation geschenkt bekommen und es hat mir in schweren Zeiten immer wieder Mut und Kraft gegeben. Der Pfarrer verspricht es ihr. Als er nach einem langen Gespräch gehen will, bemerkt er, dass der Frau doch noch etwas auf dem Herzen liegt. Und tatsächlich, Herr Pfarrer, ich habe doch noch eine Bitte. Gib mir nicht nur in die rechte Hand mein Gesangbuch, sondern leg mir in die linke Hand auch noch einen Löffel. Der Pfarrer runzelt die Stirn, weil so etwas hat er auch noch nie gehört und er will wissen, was es damit auf sich hat. Mit einem Lächeln auf dem müden Gesicht erklärt die Frau: Weißt du, immer wenn ich bei euren Gemeindefesten zu Gast war, immer dann, wenn die Hauptspeise vorbei war und die Tische abgeräumt wurden, da sagten die Leute mir: Behalt den Löffel in der Hand, denn das Beste kommt noch. Und dann wusste ich, sie hat mal wieder einen wunderbaren Nachtisch gezaubert. Wenn die Leute nun an meinem offenen Sarg vorbeigehen und dich fragen, warum ich einen Löffel in der Hand halte, dann sag ihnen, wie es ist. Das Beste kommt noch. Was diese Frau am Ende ihres Lebens begriffen hat, woran sie sich gehalten hat, so hat es der Speisemann, der Speisemeister auf der Hochzeit damals erkannt und die Jünger und viele Menschen, die das gesehen haben, erfasst. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und dann den billigen, aber bei Gott ist es umgekehrt. Er behält das Beste bis zum Schluss. Und jedes Mal, wenn ich heute noch einen Dessertlöffel, einen Nachtischlöffel sehe, oder noch besser, wenn ich ihn wirklich in der Hand halte, dann freue ich mich über das Süße, was nach dem Essen kommt. Ich freue mich darüber, dass Gott mich so viel Freude in diesem Leben erleben lässt und ich freue mich, dass das Beste einfach noch auf mich wartet. Und da wird mir bewusst, dass dieses erste Wunder Jesu vielleicht doch sein bestes Stück Quä ist. Dieses erste Wunder auf der Hochzeit zu Kana und mehr als nur ein Text, der gerne auf Hochzeiten verlesen wird. Ein Wort für alle Lebenslagen. Gott hält Freude für dich bereit. Leben in Fülle, schon hier und das Beste kommt noch. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, immer wieder schenkst du uns Zeichen deiner Nähe, baust uns auf, wenn wir niedergeschlagen sind, stärkst uns, wenn wir kraftlos sind, gibst uns Freude an den kleinen und an den großen Dingen unseres Lebens. Und dafür danken wir dir.
Wir danken dir für diese Zeichen deiner Gegenwart und bitten dich, stärke unseren Glauben. Du schenkst uns eine Gemeinschaft, in der wir nicht allein sind. Das macht uns aufmerksam für die, die niemanden haben. Wir bitten dich, lass sie Menschen erfahren, dass du sie mit ihr deiner Liebe nicht allein lässt. Du, Herr, schenkst uns überreichlich von allem, was wir zum Leben haben. Das macht uns aufmerksam für die, die nicht genug zu essen oder zu trinken haben. Wir bitten dich, lass nicht zu, dass die Güter dieser Welt so ungerecht verteilt sind. Du, Herr, schenkst uns Freude, Gesundheit und Kraft. Das macht uns aufmerksam für die, die krank sind oder dem Tod ins Auge sehen. Wir bitten dich, sei du ihre Hoffnung und zeige uns Wege, ihnen zu begegnen, für sie zu beten, für sie da zu sein, sie teilhaben zu lassen an der Hoffnung, die uns trägt. So danken wir dir für die Zeichen deiner Gegenwart und bitten dich, halte deine schützende Hand über uns und über die wir lieben, heute und in Ewigkeit. Amen. Miteinander und füreinander lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und bewahre euch, schütze und begleite euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.